Moin Moin und herzlich willkommen zu einem ganz spontanen Video, denn ich habe mal wieder aussortiert. Das mache ich ja in den letzten 1 bis 2 Jahren relativ regelmäßig, dass ich Bücher, die mir nicht gefallen haben oder die mir nur gut gefallen haben und die für mich jetzt kein großartiges Highlight sind, rigoros aussortiere. Manchmal klappt das sehr gut, da weiß ich ganz genau, dieses Buch wird nach dem Lesen wieder aussortiert und es tut mir auch gar nicht weh. Bei manchen Büchern ist das schwieriger und da muss ich auch öfter drüber nachdenken. Das heißt, in meinem Körbchen sind auch Bücher, die eigentlich ja schon einige Aufräum- und Ausräumaktionen überlebt haben und dann in meinem Regal geblieben sind, jetzt aber doch ausziehen dürfen. Das heißt, vielleicht komme ich schon so langsam in die nächste Stufe, wo ich noch ein bisschen rigoroser bin. Es ist halt schön, wieder ein bisschen Platz zu haben im Bücherregal und ja, für neue Schätze Platz zu schaffen und dann wirklich, dass nur noch der Kern Highlights sind, die bei mir im Regal stehen, Bücher, die ich gerne nochmal lesen möchte, an die ich sehr gerne nochmal dran denke, die ich gerne nochmal aus dem Bücherregal hervorziehe oder die ich mir auch einfach gerne anschaue und zurückdenke, als ich sie gelesen habe. Oder sie haben einen persönlichen Wert, wurden mir von ja, besonderen Leuten geschenkt und so weiter. Naja, darüber soll es jetzt eigentlich auch gar nicht gehen. Ich möchte euch einmal ganz kurz die Bücher zeigen, die bei mir aussortiert worden sind. Und ich fange mit Büchern an, die ja, ich eigentlich von der Geschichte her nicht aussortieren würde, aber die ein neues Gewand bekommen haben, eine neue Auflage, weil sie jetzt gerade ja, verfilmt worden sind als Netflix-Serie. Und jetzt wisst ihr wahrscheinlich schon, von welchen Büchern ich spreche, nämlich von der Witcher-Reihe von Andrzej Sapkowski habe ich hier die beiden Kurzgeschichtenbände, die ja sozusagen die Vorgeschichte sind zu der Reihe. Der letzte Wunsch ist der erste Kurzgeschichtenband und das Schwert der Vorsehung der zweite. Habe ich beide bereits gelesen und für gut befunden, sodass ich schon gerne weiterlesen möchte. Es waren für mich keine Top-Highlights, aber ich möchte der Reihe auf jeden Fall noch eine Chance geben. Ich bin ja großer Fan der Spiele, habe mir das Let's Play angeguckt von vorne bis hinten und auch die Serie fand ich echt gut. Aber die neuen Auflagen sehen einfach so cool aus, besonders auch so mit dem Rücken ergeben die halt so ein Muster. Die möchte ich mir gerne zusammensammeln, vor allem weil ich halt hier noch nicht alle habe, finde ich jetzt gerade noch sinnvoll, jetzt noch umzusteigen. Und ich habe es halt gerne passend im Regal, muss ich ehrlich sagen. Ich finde die jetzt zwar nicht hässlich von vorne, aber gerade so vom Rücken finde ich sie sehr unspektakulär, deswegen dürfen die, ja, rausfliegen. Zum Inhalt werde ich jetzt nichts sagen. Also es handelt sich hierbei um Dark Fantasy, um Geralt, den Witcher, den Hexer, der halt ja ein Kopfgeldjäger ist für Monster, könnte man sagen. Wir bleiben bei Fantasy. Diesmal gehen wir eher in die High Fantasy und das ist eine Reihe, die, wie schon gesagt, viele Ausräumaktionen überlebt hat, jetzt aber ausziehen darf. Es ist mir ein bisschen schwer gefallen, das muss ich ehrlich zugeben, aber ich weiß, dass ich diese Reihe nicht nochmal lesen werde, dass ich mich da nicht nochmal durchquälen werde, obwohl ich die auch gut gefunden habe, aber es sind halt schon wirklich Brecher. Ich zeige euch einmal die Reihe so, also es sind schon ein paar Seiten. Ich muss mal eben suchen, wo sich der erste Band versteckt hier. Und zwar handelt es sich hierbei um die Elfen von Bernard Henn. Ich habe das gerne gelesen, aber wie gesagt, ich werde es nicht nochmal lesen. Und es ist typische High Fantasy. Was mich damals so ein bisschen gestört hat, ist es, dass wir nicht einen Protagonisten hier die ganze Zeit begleiten, sondern es sind ganz, ganz viele Protagonisten, die immer wieder wechseln. Wir haben hier extrem große Zeitsprünge, manchmal hunderte von Jahren. Und es ist sehr episch, das Ganze. Es gibt Schlachten. Ja, und das ist nicht mehr so. Ich bin lieber auf eine Figur spezialisiert oder meinetwegen auch zwei, drei. Aber dass sich das dauernd wechselt und so große Zeitsprünge, das brauche ich nicht mehr. Hier sind die weiteren Bände: Elfenwinter, Elfenlicht und auch Elfenkönigin. Das darf ausziehen. Ich glaube, der erste Band hat mir damals noch mit am meisten gefallen, aber ich war, wie gesagt, sehr enttäuscht, dass es dann im zweiten Band nicht mit den Figuren, mit den Protagonisten weiterging aus dem ersten Band und dass das Ganze auch so ein bisschen offen gehalten wurde.
offene Enden liegen mir nicht so. Ich muss auch sagen, dass ich viele Details vergessen habe aus diesen, was weiß ich, 4000 Seiten, die diese Reihe jetzt stark ist. Und ja, ich verspüre einfach nicht so richtig den Drang, danach nochmal zu greifen. Da würde ich denn lieber Neues entdecken wollen oder halt andere Lieblingsreihen nochmal lesen. Ach ja, wenn ihr irgendein Buch davon ansprechend findet und sagt, das hätte ich gerne, ich würde es dir gerne abnehmen, dann sagt gerne Bescheid, dann werden wir sicherlich irgendwie einig. Und ja, ansonsten würde ich die entweder über Rebuy oder Momox verkaufen und wenn ich dafür nichts mehr bekomme, wenn die nicht mehr annehmen, dann habe ich hier um die Ecke auch so einen kleinen Buchladen, so einen AWO-Buchladen, die halt Spenden annehmen. Das habe ich jetzt letztens auch schon mit einem großen Schwung Büchern gemacht, die man nicht mehr verkauft bekommen hat. Und ja, da lasse ich die Bücher ganz gerne. Wir machen weiter. Wir bleiben bei Fantasy. Auch dieses Buch, ja. Da habe ich oft drüber nachgedacht, soll ich das aussortieren, soll ich es behalten, soll ich die Reihe noch weiterführen? Es ist der erste Teil einer langen Reihe. Und zwar spreche ich von Die Chronik des Eisernen Druiden. Der erste Band heißt Die Hetzjagd von Kevin Hearn. Und das ist damals in dieser schönen gebundenen Ausgabe bei Klett Cotta erschienen, wurde aber nicht so weitergeführt in dieser Ausgabe, sondern dann kamen danach die als Taschenbücher bzw. Paperback raus. Und das hatte mich dann zu Anfang gehemmt, überhaupt mit der Reihe weiterzumachen, weil mich das geärgert hat. Ich finde halt die Ausgabe viel, viel schöner als die Taschenbücher. Und dann irgendwann ja, fand ich auch, dass die Reihe viel zu lang wurde. Und ja, ich glaube, das sind jetzt irgendwie 7, 8 Bände. Es handelt sich hierbei um Urban Fantasy, die mit Götter und Mythengestalten gespickt ist. Es ist sehr humoristisch geschrieben. Eben der eiserne Druide, der junge Ire Atticus mit seinem Wolfshund Oberon, der hat sich niedergelassen und hat eine eigene Buchhandlung und verkauft dort okkulte Schriften und magischen Krimskrams. Aber ja, die Götterdichte ist leider, möchte er entgehen, also die Götter, die er immer wieder trifft. Und er freut sich auch, dass die Abwesenheit von Feen dort ja, vorhanden ist. Aber er wird dann doch wieder eingeholt von dieser magischen, mythischen Welt. Und er ist, glaube ich, auch irgendwie über 2000 Jahre alt, obwohl er so jung aussieht. Besonders, ich glaube, er kann irgendwie mit seinem Hund kommunizieren per Gedanken und gerade das fand ich sehr amüsant. Es ist, glaube ich, auch sehr rasant und actionreich gewesen, aber ich werde die Reihe nicht weiterführen. Es, auch wenn mir das schon irgendwie gefallen hat, aber es ist jetzt Zeit, dass das auszieht. Das zum Beispiel ist ein Leseexemplar von früher. Jo. Aber ich habe mich jetzt dazu durchgerungen, dass ausziehen zu lassen, weil ich die Reihe einfach nicht weiterführen werde. So, jetzt verlassen wir für kurze Zeit mal das Fantasy-Genre und gehen in das Abenteuer-Reise-Feeling. Und zwar ist hier Werner Kupacka Everest mein nächster Auszugskandidat. Auch dieses Buch habe ich gelesen und es hat mir durchaus gefallen. Aber ich glaube, dass es ähnliche Bücher noch und nöcher gibt, die ich denn lieber neu entdecken möchte, anstatt das nochmal zu lesen. Es hat mir auf jeden Fall Abenteuerlust beschert. Es war spannend und ja, eisig, aber ich würde dann lieber gerne ja aus diesem Genre einfach Neues kennenlernen und nicht nochmal dazu greifen. Es war für mich jetzt kein großartiges Highlight. Ja, hier ist eben verschiedene Personen, die den Everest besteigen, illegal, legal und verschiedene Personen kommen drin vor. Der Autor hat davon auf jeden Fall Ahnung, ist selbst viel Bergsteigen gegangen und das hat man auf jeden Fall angemerkt. Also auch das hat mir gefallen, darf aber ausziehen. Und auch ein Weihnachtsbuch habe ich hier, nämlich Der Weihnachtswald, ein Wintermärchen von Angelika Schwarzhuber. Ich finde das Cover wunderschön, gerade diesen Farbverlauf hier mit diesem pinkblauen, diesem alten Herrenhaus. Auch das mochte ich gerne. Es war ein Wohlfühlbuch, ja,
spielt zur Winter-Weihnachtszeit eine Frau, die in ihre Heimat zurückkehrt und ja, auf einmal einen Zeitsprung macht mit einem Kindheitsfreund von früher, springt sie ja hunderte Jahre in die Vergangenheit und erlebt dort ein Weihnachten, wie es damals ja in diesem Herrenhaus abgehalten wurde. Ja, war schön, aber auch nicht großartig ein Highlight. Ein weiteres Buch, was jetzt ausziehen darf, obwohl das lange Zeit hier stand. Es ist halt was Besonderes. Ich habe es euch in einem letzten Video gerade erst vorgestellt, nämlich bei diesen Büchern mit besonderen Erzähltechniken, mit besonderen Kniff, mit besonderen Stilmitteln. Und zwar ist es Die Brautprinzessin von William Goldman. Das ist halt eben eine Geschichte in der Geschichte. Der Autor oder der Erzähler erzählt von einer Geschichte, die ihm damals immer wieder erzählt wurde von seinem Vater. Und er unterbricht die Geschichte immer wieder. Ja, und dann haben wir immer wieder ja, so eine Art Märchen, so eine Art Musketiere, Märchen, Abenteuer, Degen, Roman. Aber die Geschichte selbst, dieses Märchen selbst hat mich nicht umgehauen. Da musste ich mich so ein bisschen durchquälen, auch wenn ich den Kniff ganz cool fand, dass der Erzähler immer wieder eingreift und immer wieder kommentiert und immer wieder von seinem Leben berichtet. Es ist auch ganz cool aufgemacht, auch ein Lieblingsbuch von Campino, von den Toten Hosen. Ja, aber ich werde da auch nicht nochmal zugreifen. Also der Kniff alleine reicht halt nicht, um ein Buch hundertprozentig cool zu machen. Aber ich weiß, dass dieses Buch viele Liebhaber hat, unter anderem Christinchen. Ich glaube, das ist eines ihrer Lieblingsbücher. Und ich kann es auch irgendwo verstehen. Aber das Märchen selbst ist für mich halt nichts Besonderes gewesen. Was Besonderes war es mal für mich in der Kindheit, da habe ich es mir mal ausgeliehen gehabt und jetzt ist es irgendwann in den letzten Jahren als Neuauflage gekommen und da dachte ich, jetzt hole ich es mir nochmal und lese mir nochmal durch. Und zwar spreche ich von Märchenmond von Wolfgang und Heike Holbein. Das habe ich in meiner Kindheit unglaublich gerne gelesen. Ich habe es mir dann halt in dieser neuen Auflage geholt, total hübsch auch gemacht mit diesen transparenten Umschlag. Aber es konnte mich nicht wieder so packen und wenn ich es angucke, dann ist es für mich auch nicht irgendwie Nostalgie, weil es eben nicht dieselbe Ausgabe ist. Mal gucken, vielleicht werde ich mir das irgendwann noch mal in den alten Ausgaben holen und dann vielleicht ist das Feeling dann ein anderes, weil eigentlich ist es schon ja eines meiner liebsten Fantasy Bucherfahrungen aus der Kindheit, aber ja, nicht in dieser Ausgabe und deswegen darf das ausziehen, so komisch das auch klingen mag. Ein Buch gerade ganz frisch ausgezogen oder ganz frisch angelesen und eingezogen ist In Schnee und Eis von Rudi Paller, die Himalaya-Expedition der Brüder Schlagentwey. Das habe ich im Januar angefangen und abgebrochen, werde ich euch also ein bisschen mehr erzählen im Lesemonat Januar. Eigentlich total mein Thema, habe ich mich darauf gefreut, wieder so eine historische Abenteuer-Bergsteigergeschichte zu erfahren. Aber ja, nein, ich mochte das gar nicht. Warum und weshalb werdet ihr halt im Lesemonat erfahren. Aber vielleicht, ja, weiß ich nicht, war es einfach nicht mein Erzählstil. Kann ich euch dann im Lesemonat ein bisschen mehr von berichten. Ein weiteres Weihnachts-Winterbuch, was eigentlich keines ist, sondern eher so eine Familiengeheimnisgeschichte, ist Ein Märchen im Winter von Kate Lord Brown. Habe ich auch gerade jetzt im Januar beendet und fand ich auch ganz gut. War für mich mittelmäßig, darf aber auch deswegen ausziehen, weil es eben kein großartiges Highlight war. Auch hier werde ich im Lesemonat ein bisschen mehr berichten. Geht um eine Frau, die ihren Mann verloren hat, der verschwunden ist, für tot erklärt wird und ihr Haus wird gepfändet. Sie sucht nach einem neuen Job. Sie ist eigentlich Goldschmiedin, aber findet dann einen Job als Assistentin bei einem Schriftsteller, der in so einem alten Anwesen wohnt und sie entdeckt halt ja, Parallelen oder Zusammenhänge aus ihrer Familie und der Familie der Frasers in einer Brosche. Und ja, spielt viel mit Schmuck und mit Edelstein, aber eben auch mit Familiengeheimnissen, natürlich auch ein bisschen Liebesgeschichte, ein bisschen Familiendrama. Und ja, das hat mir gut gefallen. Mehr dann im Lesemonat.
Ach ja, und hier ist noch das Erbe der Elfen, der erste Band von Andrzej Sapkowski. Das ist der erste Band der Witcher-Reihe. Habe ich noch nicht gelesen, habe ich jetzt also ungelesen, aussortiert. Wie gesagt, ich möchte auf die neue Ausgabe umsteigen, auch wenn ich die jetzt nicht hässlich finde oder so, aber die andere finde ich noch um einiges schöner. Und deswegen werde ich auch das jetzt hier erstmal aussortieren. In nächster Zeit werde ich das eh nicht unbedingt lesen, weil es wird jetzt gerade wieder so gehypt. Es liest gerade jeder Hans und Franz gefühlt und deswegen werde ich damit erstmal wieder warten. Ein weiteres Buch von meinem Sub, also ungelesen aussortiert, habe ich Tarian, Sohn des Fluchbringers von Bernd Perplies. Das habe ich aus zwei Gründen aussortiert. Zunächst einmal gibt es davon eine illustrierte Sammlerausgabe, die ich irgendwie schöner finden würde zu lesen. Die ist auch überarbeitet, auch inhaltlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, würde ich ganz gerne dann in dieser Ausgabe, wenn, erleben. Und zweitens habe ich halt auch gehört, dass das eher in diese jugendliche Richtung gehen soll und dass es eher so Einsteiger-High Fantasy ist. Und ja, so ein bisschen 0815, beziehungsweise halt das Rad nicht neu erfunden. Das muss es ja nicht immer, aber gerade wenn man viel in diese Richtung liest, ja, sucht man natürlich auch ein bisschen das Besondere in dem Genre. Hier geht es um einen Jungen, dessen Vater wohl irgendwie ja, seine Familie in Verruf gebracht hat und sein Sohn möchte jetzt den Namen des verstorbenen Vaters reinzuwaschen mit dem magischen Schwert Esdurial, dem Irrlicht Moosbeere, der Albin Auriel und dem Werbeer Brom bricht er auf, um das Land von der Herrschaft des grausamen Usurpators zu befreien. Ja, also so eine typische Gefährtengeschichte, obwohl ich seine Gefährten dann doch wieder besonders finde, also Irrlicht und Werbeer. Finde ich wieder irgendwie interessant. Ja, mal schauen. Also ich habe das Buch auch noch nicht von meiner Wunschliste entfernt, also diese illustrierte Ausgabe. Und Bernd Perplies ist ja auch durchaus ein Name in der Fantasy. Und ich glaube, das war sein Erstlingswerk in der Fantasy. Und ja, deswegen wurde das wohl auch überarbeitet. Aber jetzt darf es erstmal ausziehen, ja, aus den besagten Gründen. So, und jetzt habe ich noch drei Bücher in meinem Körbchen, die alle zusammengehören. Und ich glaube, das ist mir am schwersten gefallen. Also das habe ich immer wieder gesagt, okay, jetzt sortiere ich es aus. Nein, ich gebe der Reihe noch eine Chance. Und weil ich sie einerseits echt cool finde und andererseits mich nicht so richtig packt. Ich spreche von der uralten Metropole-Reihe von Lycidas, von Christoph Marzi. Der erste Band heißt Lycidas. Habe ich gelesen. Der zweite Band heißt Lilith, habe ich auch gelesen. Und der dritte Band heißt Lumen und der liegt schon seit Ewigkeiten auf meinem Sub. Ich glaube, das ist die ja, größte Sub-Leiche, also liegt wirklich Jahre schon auf meinem Sub ungelesen. Ja, woran liegt das jetzt? Also es ist Urban Fantasy, es hat sehr, sehr viele Einschläge von Mythen und Sagen, was mir unglaublich gut gefällt. Es ist düster, es hat auch ein bisschen was Skurriles, Lustiges. Ja, es hat aber auch manchmal ein bisschen was Zähes und ich komme an die Charaktere nicht rein. Und ich glaube, das ist es, was so ein bisschen der Reihe fehlt. Ich komme an die Protagonistin nicht so richtig ran, habe da jetzt nicht so viel Zugang und Sympathie empfinde ich jetzt nicht so viel. Und auch die Nebencharaktere, ja, auch an die komme ich nicht so richtig ran. Ich glaube, ich muss es jetzt einfach lassen. Ich habe es beim letzten Unhaul, glaube ich, auch schon gezeigt, also beim letzten Mal aussortieren, dass es eventuell ausziehen wird. Und dann habe ich es doch hier wieder zurück ins Regal gestellt. Aber ich müsste halt auch wahrscheinlich wieder mit den ersten beiden Bänden anfangen, weil hier so viel, ja, weil hier so viele Details drin sind, die ich wieder vergessen habe, damit ich mit dem dritten weitermachen kann. Und mit dem dritten ist es ja auch noch nicht zu Ende. Dann kommt noch ein vierter Band, dann ist jetzt mittlerweile noch ein fünfter Band erschienen und irgendwie stresst mich das und deswegen wird das jetzt aussortiert. Auch wenn ich
ja, immer noch so ein bisschen denke, ja, vielleicht wird es mir ja doch gefallen, wenn ich dem Ganzen nochmal eine Chance gebe und von hinten bis vorne es nochmal durchlese und nicht immer so viel Zeit verstreichen lassen würde zwischen den Bänden. Denn zwischen Band 1 und 2 hatte ich auch schon so viel Zeit verstreichen lassen. Aber jetzt ist gut, jetzt muss es mal aussortiert werden. Man muss mal ein bisschen rigoroser werden. Es gibt so unglaublich viele tolle Bücher. Und wenn man nur so mit, ja, so einem halbherzigen Gefühl an das Lesen rangeht, ist doch auch blöd. Ja, das waren jetzt erstmal die Bücher, die bei mir ausziehen werden. Also ich denke mal, es wird zwischenzeitlich immer wieder Bücher geben, die ausziehen. Und da werde ich dann auch nicht extra immer wieder ein Video zu machen. Jetzt habe ich es jetzt einfach spontan gemacht, weil jetzt wieder so ein ganzer Schwung irgendwie zusammengekommen ist. Dann dachte ich ja, vielleicht interessiert es euch ja, dass die Bücher ausziehen bei mir. Sagt doch gerne mal, ob ihr jetzt Anfang des Jahres auch aussortiert habt. Da macht man das ja ganz gerne mit bestimmten Vorsätzen oder Frühjahrsputz oder wie auch immer in Zusammenhang. Bei mir war das jetzt gar nicht so sehr geplant. Und ja, wenn euch, wie gesagt, irgendein Buch anspricht, schreibt mich gerne an. Ansonsten wird es auf den üblichen Wegen bei mir ausziehen. Und ich freue mich über den Platz im Regal, um wieder ein bisschen umzusortieren, beziehungsweise die gelesenen Bücher auch wieder einen guten Platz geben zu können. Das war jetzt gerade wieder ein bisschen schwer. Ich hatte es ja in der letzten Zeit gerade echt schön umgeräumt und war mit der Sortierung echt zufrieden, aber dann ist es irgendwann voll und dann klappt es mit der Sortierung wieder nicht. Das ist dann doch ein bisschen ärgerlich. Und ich habe keine Lust, Bücher einfach irgendwo reinzustopfen und in zweite Reihe oder so finde ich ganz grauenvoll. Deswegen ja, ist es auf jeden Fall notwendig, immer wieder auszusortieren. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao.